Wir kommen jetzt zum sehr schönen Thema, liebe Zuschauer. Und zwar betrifft es alle, die arbeiten, berufstätig sind und jeden Tag die Kollegen treffen. Wenn man tolle Kollegen hat, ist es was Wundervolles. Wenn man es nicht hat, kann es ziemlich nerven. Mein Job wäre ja so schön, wenn da nur nicht die Kollegen wären. Den Satz haben wahrscheinlich viele schon mal unterschrieben innerlich. Jeder kennt es, die nervigen Kollegen immer am Labern ist der eine oder der eine weiß immer alles besser oder der andere lästert den ganzen Tag, anstatt seine Arbeit einfach mal zu machen. Wie jeder von uns mit der Situation umgeht, dass er vielleicht einen Kollegen hat, der ihn wirklich nervt, darüber wollen wir jetzt sprechen. Es gibt nämlich tatsächlich Tipps und Tricks und außerdem gibt es so diese klassischen Typen an Kollegen, die immer wieder, egal wo man ist, auftreten. Egal, ob man jetzt im Büro arbeitet oder vielleicht auf der Baustelle. Bei uns ist, jetzt muss ich den Namen, muss ich nicht ablesen, den habe ich mir gemerkt, Herr Fischedick, Matthias Fischedick. Tag. Das, was wir jetzt besprechen, hat auch einen humoristischen Charakter mit dem Nachnamen. Ich muss es einmal sagen, ja. Muss man Humor haben, oder? Aber ist mein echter Name. Also ich werde manchmal gefragt, ist es ein Künstlername? Nein, ich heiße Fischedick. Ist ja auch ein sehr schöner Name. Ich kannte ihn noch nicht. Ich würde nur meinen, dass man in der Schule schon ein bisschen veräppelt wurde damit. Ein bisschen. Okay, aber wir wollen gar nicht weiter. Wir wollen gleich zu den fünf klassischen Kollegentypen kommen, die es so gibt. Unter anderem der Prinzipienreiter. Genau. So, der möchte am liebsten alles machen wie immer. Dem machen Veränderungen Angst und ich möchte gleich für den mal eine Lanze brechen, weil das ist in der Natur des Menschen, dass wir, kommt aus der Steinzeit, Veränderungen meiden, weil was Neues könnte ja eine Gefahr sein. Und wir könnten, wenn du Lust hast, ein kleines Experiment machen, auch mit den Zuschauern zu Hause. Unbedingt. Wo man das spürt, wie unser Gehirn auf Veränderungen reagiert. Dazu Hände ausstrecken, Zuschauer auch bitte, Hände ausstrecken, Finger verschränken. Ja. Und guck doch mal, welcher Daumen oben liegt, rechts oder links. Bei mir merkt ist es rechts. Merkt ihr das? Bei mir ist links. Okay, Hände auseinander, ausschütteln, wieder zusammen. Die anderen können auch mitmachen, auch Matthias, genau. Welcher liegt jetzt oben? Liegt natürlich wieder der gleiche. Nochmal, Hände auseinander, mischen. Wieder zusammen, welcher liegt jetzt oben? Wieder derselbe. Das ist Gewohnheit. Unser Gehirn hat gelernt, wenn du es so machst, überlebst du, kannst du öfter machen. Jetzt wird's verrückt. Falt nochmal die Hände, tausch die Reihenfolge. Allein das ist schon eine Herausforderung. Mhm. So, dass am Ende der andere Daumen oben liegt. Ja. Wie fühlt sich das an? Skurril. Ne? Bei Ungewohnt. Dir? Mach das weg. So, jetzt sagt das Gehirn schon, ist eine winzige Veränderung, mach das bitte nicht, wir könnten sterben. Das hat der Prinzipienreiter hoch 10. Wenn der irgendwas anders machen soll als sonst, dann sagt das Gehirn, wir werden alle sterben, mach's bitte so wie immer. Gerade bei uns im Job zum Beispiel geht es darum, in vielen kreativen Berufen, man muss ständig alles anders machen. Und es ist ja eigentlich, also ich weiß, dass es viel Energie freisetzt, auch viel positive Energie. Und du lebst ja auch noch. Wie geht man denn aber mit so einem Menschen um? Wie bringt man es ihm bei? Dem gibt man Sicherheit durch Fragen. Also zu fragen zum Beispiel, was ist das Schlimmste, was passieren könnte in deinen Augen, wenn wir es anders machen als sonst? Und dann wird er entweder sagen, naja, so richtig schlimm, da kann nichts kommen. Oder er wird vielleicht Bedenken haben und dann kann man nachfragen, wie realistisch ist denn das, dass das so passiert? Und meistens wird er sagen, naja, ist eher unrealistisch. So, nächste Kategorie ist auch eine Klasse für sich und zwar die Menschen, die Wichtigtour. Also der Typ, der ankommt und du eigentlich weiß jeder im Raum schon, was er sagen will. Man hat schon längst begriffen und im Grunde denkt jeder genauso, aber er muss es nur noch mal ganz genau ausführen. Oder wie er sagt so, ich habe den Job eigentlich gar nicht nötig. Ich bin überqualifiziert. Wichtigtour, ganz wichtig, nicht Öl ins Feuer gießen. Also nicht beipflichten, auch nicht in Widerstand gehen, am besten gar nichts sagen. Und dann hat er keinen Bock mehr. Also wenn keiner ihn beklatscht oder in Widerstand geht, wird es für ihn langweilig. Einfach stehen lassen. Einfach stehen lassen. Das finde ich eine gute Methode. Genau. Als weiteres haben wir die Labertasche. Genau. Auch das ist mir schon vorgekommen. Im Zweifel irgendeine Kategorie bin ich ja natürlich selber auch. Ich weiß es gar nicht. Wüsste welche gar nicht denn? Genau, welche. Das weiß ich gar nicht genau. Was würden die Kollegen sagen? Die Labertasche, glaube ich, das bin ich nicht. Okay. Aber ich weiß, wie es anstrengend sein kann, wenn man gerne was zu Ende machen möchte und es kommt einer und es kommt so viel Text. Man hört, also es ist auch viel Zeit, die ins Land geht, bis derjenige zum Ende kommt. Ja. Was machst du? Also Strategie, abwarten, bis sie fertig ist. Die ist nie fertig. Kopfschmerzen vortäuschen funktioniert auch nicht. Da wird sie eher einen Halbstunden-Vortrag halten, was man bei Kopfschmerzen machen kann. Deswegen klares Zeitlimit nennen. Also zu sagen, ich höre dir gerne zu oder wir besprechen gerne das Thema. Ich habe 10 Minuten und nach den 10 Minuten wirklich Schluss machen. Also nicht noch weiterreden. Ich muss weg. Nach der klassischen Methode, ich muss weg. Ja, mit wie gesagt, ich muss weg. Das kann man davor sagen. Ja. Finde ich gut. Und als Sonderfall hatten wir noch den Streber. Der Vielleicht Streber. Bin ich der. Ich glaube, Matthias findet, dass ich der bin, weil ich immer sehr gut alles sortiere und alles vorbereite. Matthias lächelt und nickt. Ja, kann sein. Also aber ich bin Streber. Froh, dass sie sich vorbereitet, weil sonst wäre ich völlig lost. Ja, genau. Guck, Wertschätzung. Also der Streber ist ja eigentlich ein überengagierter Mitarbeiter. Und Streber nerven uns, weil sie die Latte ganz schön hochlegen. Also die zeigen, was möglich wäre, wenn man sich gut vorbereitet, in deinem Fall. Und deswegen sage ich ein Herz für Streber, guck dir was ab von denen. Frag die mal, wie kriegst du das hin, so motiviert zu sein, dass du so viel leistest? Und vielleicht kann man irgendwas lernen.
Matthias hat jetzt ganz genau hingehört, glaube ich. Dann haben wir noch eine Kategorie, Kollege, das kennt wahrscheinlich auch jemand, jemand, der immer sagt, oh, immer habe ich das Falsche, genau, und immer hat es bei mir nicht geklappt. Ja. Klassisches Opfer. Genau, Opfer fühlt sich hilflos, du Opfer, es fühlt sich hilflos, ist es aber meistens gar nicht. Also Superheldendress ausziehen, das muss nicht gerettet werden, da würde ich fragen, wenn es sagt zum Beispiel, was war das immer? Was hast du gerade gesagt? Ach, immer bin ich diejenige, die den schlechten Platz kriegt. So, genau. Dann würde ich das Opfer fragen, aha, was genau meinst du denn mit immer? Und dann wird die wahrscheinlich sagen, naja, immer. Also manche habe ich schon guten Platz. Und dann kann ich fragen, aha, wie hast du das hingekriegt, doch mal einen guten Platz zu kriegen? Und schon wird aus dem Opfer eine, die sich selber rettet. Oder eine, es gibt ja auch männliche Opfer. Zumindest kann man versuchen, sie vom Optimismus zu überzeugen. Martina Grunewold, unsere Zuschauerin, die gerne mal schreibt, hat geschrieben, ich arbeite am liebsten ganz alleine oder, wenn nötig, nur mit Männern. Das sagen ganz viele Frauen, dass sie irgendwie, ja, besser mit Männern. Gehört. Hm? Ich kann es nicht bestätigen, ich arbeite sehr gerne auch mit Frauen, muss ich sagen. Und mit Matthias? Mit Männern auch. Auch. Aber okay, eben auch gerne mit Frauen. Ja. Aber ist das klassisch, dass ja, das höre ich ganz oft, dass Frauen sagen über andere Frauen, die sind so kompliziert. Männer sind so schon klar und strukturiert. Wenn die sagen, ich mag dich, dann weiß ich, der mag mich. Bei einer Frau weiß man es dann nicht so genau. Ja, haben wir das doch geklärt. Herr Fischedick, vielen Dank für Ihren Besuch. Vielen Dank, dass Sie uns das erklärt haben. Sie gehen ja auf Tour? Ja, Überleben unter Kollegen live heißt genauso wie das Buch, ab Januar. Da sind auch übrigens diese Puppen dabei. Mit denen werde ich so einige Kämpfe kämpfen und hoffentlich am Ende alle glücklich machen. Für Menschen, die jeden Tag zur Arbeit gehen, kann es sehr unterhaltsam sein. Vielen Dank.